Oh, du scheiß Donne, geh halt mal weg. Da ist noch eine Tür. Ja, das hat jetzt gebracht irgendwie. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Oh, Simpack. Mad X. Und Mint hat's, glaube ich. Was haben wir denn da hinten noch? Eine Werkbank. Oh, ein Schalter, mit dem ich nichts anfangen kann. Hallo? Wer ist da unten? Der Weihnachtsmann. Was hat es eigentlich mit all den Raketen hier unten auf sich? Das geht Sie nichts an, Glatthaut. Jason war da sehr deutlich. Erledigen Sie die Dämonen und melden Sie sich dann wieder. Er hat nichts von unten rumschnüffeln gesagt, kapiert? Alles klar. Na, hoffentlich. Warum hört sich eigentlich immer der letzte Satz immer an, als wäre der neben mir? Kackstelze. Oh, guck, schau. Drei Raketen. Also, komm mit. Wir können natürlich jetzt die Abkürzung nehmen, aber ich glaube nicht. Ist da eigentlich zu oder ist da noch offen? Oder schon offen. Ja, hier lang, würde ich mal sagen. Dann spare ich mir nämlich den Weg durch die Katakomben. Und habe dafür den Fußmarsch bis da oben auf wieder. Ja, ja. Warum beschwere ich mich eigentlich? Gehen wir wieder rein. Das war jetzt, glaube ich, rechts. Habe ich den Automaten leer gemacht? Ja, habe ich leer gemacht. Gehen wir hier lang. Hier ist die Falle. Dann ging es, glaube ich, da lang? Nee. Nee, nicht doch, oder? Vielleicht doch? Ich weiß es gar nicht. Da lang? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hier lang? Ach, Mann, oh. Da hinten sind noch Schränke. Die sind alle leer. Sag nix. Ich weiß Bescheid. Ach nein, wir sind auf der falschen Seite. Wir müssen dann über. Nein, was? Nein, das ist... Mann, oh. Hoppala. Oh, tschupp. Ich kann da nicht aufspringen. So eine... Oh. Tranquility Lane, oder wie das Ding heißt. Sieht fast so aus. Ja. Leer. Nichts, gar nichts. Das finde ich mal scheiße ist hier. Aktive Redcon Administrator Terminal. Lagerraum Terminal. Der gewünschte Umbau des alten Generatorraums zum Lagerraum ist abgeschlossen. Falls Sie an den Safe müssen, das Kennwort ist Rapcon. Okay. Oh, safe. Ich hab doch das Passwort. Oh. Leer. Hier waren wir schon oder waren wir hier noch nicht? Wunderkleberstange kippen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade hin muss, ey. Sollte vielleicht mal auf der Karte gucken. Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Oder kommen wir hier durch? Nein, nicht doch.
Schreibtisch leer, Schränke, Schränke leer, leer. Mülltonne, die Mülltonne ist voll und sogar 4 Kronkorken. Nein, das gibt's nicht. Ach, was ist das alles? Oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht nur dabei, Bascha. Erstmal wieder orientieren, wo ich bin. Da liegt der tote Ghoul am Boden. Hier geht's nicht nach oben. Hier geht's wieder runter. Hier geht's zurück. Ja, es ist zum Mäusemelken heute, ne? Aber wir müssen hier links. Da sind die Verkaufsautomaten. Das ist so. Ah, okay. Hier lang. Den haben wir auch schon ausgeräumt. Das Schöne ist, danach müssen wir wieder runterlatschen. Dann müssen wir wieder raus, dann müssen wir dies machen und jenes. Dann müssen wir nochmal runterlatschen. Nerven Sie Jason, Glatthaut. Ich habe Sie nicht gern in meiner Nähe. Ich schätze, da muss ich wieder los. Gut. Gute Idee, ja, komm. Halt dein Maul, du Lappen. Er nun wieder. Ach, guck, schau an, da ist er ja. Ist der Weg frei? Natürlich. Die Dämonen sind fort. Gepriesen sei der Schöpfer und gepriesen seien Sie. Der Weg ist frei. Ich werde meine Herde durch den Keller zur heiligen Stätte führen. Ich hoffe, dass Sie uns dort besuchen werden. Es gibt noch viel zu tun. Das glaube ich dir sofort. Also komm mit. Jetzt müssen wir wieder in den Keller rennen. Mann, oh. Meine Fresse, ey. Nee, da wollten wir eigentlich. Die Abkürzung wollte ich nicht nehmen. Nee, falsch. Da lang, da runter. Darüber. Wo sind denn die jetzt hingerannt? Ach, ist ja auch real. Gehen wir da lang. Können die nicht ein bisschen langsamer latschen? Oh, guck, da liegt noch einer drunter. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Kurz überlegen. Da geht's raus. Dann geht es links rum. Die Treppe runter. Und vorne rechts. Oder? Nee, Quatsch. Vorne geht's rechts. Jetzt links. Natürlich. Guck mal, den hat sein Kopf in der Türzange gequetscht. Kein schöner Tod. Ist kein sehr schöner Tod. Da ist noch eine Tür. Hab ich die vorhin nicht gesehen? Hier gibt's eh nichts zu holen. Außer eine Nachladebank. Damit ich ehrlich gesagt nichts anfangen kann. Komm mit. Ach komm schon. Mach die Tür auf. Ich wollte noch ein letztes Mal mit Ihnen sprechen, bevor ich die Startrampe betrete, Wanderer. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir uns auf ewig daran erinnern werden, wie Sie uns an die Schwelle der langen Reise gebracht haben.
Unsere Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, aber den Raketen, die uns zur Erlösung tragen sollen, fehlen noch wichtige Komponenten. Wenn Sie uns immer noch helfen möchten, sprechen Sie mit Chris. Er kann Ihnen sagen, was fehlt. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Ja, genau. Sie wollen wirklich ihre lange Reise in diesen Raketen antreten. Ja, die Raketen werden uns in unser gelobtes Land in der weiten Ferne bringen. Das wurde durch unzählige Visionen bestätigt. Diese Raketen werden sie nur direkt zur Erde bzw. unter die Erde bringen. Ich kann Ihre Sorge verstehen und ich danke Ihnen, dass Sie sie auch aussprechen. Aber was der Schöpfer uns vorherbestimmt hat, wurde uns offenbart. Alles klar. Reden wir über Chris. Nach allem, was Sie für uns getan haben, nehme ich an, dass Sie verdienen, alles zu wissen. Erzähl. Als Chris zu uns kam, versuchten wir ihm klarzumachen, dass er ein Mensch ist. Aber das machte ihn nur wütend. Er schien so verloren. Wir erlaubten ihm, ein paar Tage bei uns zu bleiben. In dieser Zeit bemerkten wir, dass seine technischen Fähigkeiten die unseren weit überstiegen. Uns wurde klar, dass der Schöpfer ihn uns geschickt hat, um den Erfolg der langen Reise sicherzustellen. Es war ebenso klar, dass Chris in Unwissenheit bezüglich seiner Menschlichkeit und seiner Unfähigkeit, bei der Reise dabei zu sein, arbeiten sollte. Es ist kein Zufall, dass zwei Menschen entscheidend für den Erfolg der langen Reise sind. Mein Glaube sagt mir, dass der Schöpfer Sie und Chris geschickt hat, um die Sünden der Ihren den meinen gegenüber gut zu machen. Sie beide sind Erlöser. Sie werden Chris also zurücklassen. Es ist der Wille des Schöpfers. Unzählige Visionen haben mir gezeigt, dass Chris, wenn er uns begleiten würde, innerhalb von Minuten tot wäre. Schon die Strahlung im Bereich der Startrampe würde Chris in Minuten töten. Die Radioaktivität der weiten Ferne ist deutlich stärker. Tja, geht mich nichts an. Oh, sie haben ihn in das Licht geführt. Sie haben Chris ausgenutzt. Widerwärtig. Okay, nehmen wir das. Wow, sie haben ihn in das Licht geführt. Es bereitet mir keine Freude, die Wahrheit vor Chris zu verbergen. Aber ich muss mich dem Willen des Schöpfers beugen. Auf Wiedersehen, Jason. Wir können Ihnen gar nicht genug danken, Wanderer. Ihre Ankunft war ein Segen. Wir werden Sie nie vergessen. Es ist alles gesagt. Naja, fast. Wir müssen noch mit dem Töffel hier sprechen. Jason sagt, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Was machen Sie hier? Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen Sie ins Spiel. Ich? Warum lässt man sie nicht unten an der Startrampe arbeiten? Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Die Strahlung da unten würde sie töten, Chris, weil sie nämlich ein Mensch sind. Die Raketen sind also für die lange Reise gedacht? Offensichtlich. Ich habe Monate gebraucht, aber mittlerweile sind sie fast wieder in Schuss. Bald bringen sie uns in die weite Ferne. Natürlich war ich anfangs skeptisch. Als Mann der Wissenschaft. Aber Jason ist sich sicher und ich glaube an Jason. Wie kann ich helfen? Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die lecken Fässer auf der Startrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug.
Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese